Jungs, darf ich einmal was fragen? 500 Euro könnt ihr gewinnen. Hört sich gut an? Kommt drauf an, wie lange das geht. Ich will jetzt zurück. Ja? Ja, außer Pause. Ach so, habt ihr Schulpause gerade? Nicht Schulpause, sondern Arbeit. Arbeitpause gerade. Ach, scheiße. Ja. Gib mir eine Nummer vom Chef, ich rufe ihn an. Du hast kurz was Wichtiges zu tun. Mach mal schnell, oder ich muss weg. Nee, alles gut. Wenn ihr gerade arbeitet, geht das nicht. Aber schönen Tag euch erstmal noch, ne? Wie ihr merkt, wir haben gerade ein kleines Problem. Wir drehen heute 500 Euro. Wer mir das bessere Essen auf dem Weihnachtsmarkt zeigt, das weiß der Kollege zum Beispiel nicht. Der ist nämlich einer unserer Kandidaten. Wir haben spontan jetzt einfach mal das Video-Intro gedreht. Ein Kandidat ist nicht gekommen. Ne? Eventuell kommt gleich noch einer, also dein direkter Gegner. Aber wir müssen jetzt provisorisch auf der Straße Leute einblenden, die wir jetzt befragen, ob sie da mitmachen wollen bei dem Format. Aber wenn keiner kommt, ist auch gut. Ja, ist auch gut. Dann triffst du gegen dich selber an. Sag doch mal kurz deinen Namen einmal gerne. Ich heiße Nino, ich bin 19 Jahre alt. Und ja, ich bin auch aus Hamburg hier. Ich hab dich über Instagram noch kurz gesehen. Ne? Geil. Aber geil, ja. Also das Video ist so unter einem guten Beweggrund. Ich habe gedacht, heute Weihnachten. Erstmal frohe Weihnachten an euch alle. Alles Gute und viel Gesundheit und schöne Zeit mit eurer Familie. Ich habe mir gedacht, für die vielleicht, die gerade ein bisschen, wo das Geldbeutel zwickt, schreibt mir, habt ein bisschen Probleme, ich helfe ein bisschen aus mit einem kleinen Geldbonus. Und vielleicht kannst du mal erzählen, du hast mir auch mit einer Nachricht geschrieben, was bei dir los ist. Ich habe mit der Nachricht geschrieben, dass ich eine Angst-Panikstörung habe, dadurch nicht arbeiten kann. Ne? Und ja, ich habe den Holländern geschrieben, auch nicht mit einer Antwort erwartet. Und so spontan, wie das denn war, stehe ich hier. Ne? Geil. Also du bist am Start. Eventuell kommt gleich Kandidat Nummer 2. Also wir werden unser Glück erstmal versuchen, hier ein paar Leute anzusprechen, ob die Lust haben, 500 Euro zu gewinnen. Geht also gleich los. Er wusste auch nicht Bescheid. Er weiß nicht, was er mir aussuchen wird, denn er ist noch nicht auf diesem Weihnachtsmarkt gewesen. Er wird die Jungs oder Kandidaten, Mädels, wer auch immer jetzt mitmacht, werden spontan da hingehen und irgendwas holen. Random. Und ich werde das bewerten dann. Und hoffentlich treffen wir deinen Geschmack, ne? Ja, ich hoffe auch. Geil. Und hoffentlich ich. Ja. Jungs, darf ich euch ganz kurz stören? Hat zufällig jemand von euch Geldprobleme? Nein? Ja, scheiße, ihr hättet 500 Euro gewinnen können, das ist nicht gut. Hast du Geldprobleme, ja? Ist das so, ja? Sag Walla. Ja? Also du hast die Möglichkeit, jetzt 500 Euro zu gewinnen. Na, vielleicht zweiter Kandidat noch an Start, ich sag dir auch wie. Du musst mir das Haram-Essen Nummer 1 auf dem Weihnachtsmarkt servieren. Nein, kleiner Spaß, hab nur Mist gemacht. Also die Mission ist es, wir haben hier zwei Kandidaten, dich und den Kunden. Ich hab deinen Namen schon wieder verstanden. Nino, und du bist? Hazard. Okay, also die Mission ist sie, ihr geht spontan gleich auf den Weihnachtsmarkt und du suchst das aus, wo du denkst, das wird mir am besten schmecken. Irgendwas, du hast es nicht probiert, du musst nur denken, dass es mir schmecken wird und gibst es mir. Das gleiche macht er natürlich auch. Ja. Und das, was ich bewerte das Ganze und der mir das bessere Essen zeigt, kriegt 500 Euro. Und da machen wir eventuell sogar zwei kurze Runden, weil das wird schnell gehen, ihr holt mir das raus, ich esse das und dann habt ihr noch eine Möglichkeit, in der zweiten Runde ein paar Punkte gut zu machen. Hast du Bock, ja? Ja, warum nicht? Ja? Okay, geil. Also das Video ist, muss ich zu dir auch noch sagen, unter Beweggrund. Ich gucke, ich suche Leute raus, Weihnachten jetzt gerade, ich weiß, du feierst kein Weihnachten, aber scheißegal. Wer hat gerade ein bisschen Geldprobleme? Geld zwickt überall gerade und ich supporte ein bisschen. Der Kollege kann auch gerade gut Geld gebrauchen. Ja, und jetzt gehen wir auf den Weihnachtsmarkt, kannst du was raussuchen? Ja. Ja komm, dann gehen wir was snacken jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Wir gehen einfach spontan rein, du guckst, ob du was geil. Ja. Aber darf Haram sein bei mir? Nein, aber ich will nichts Harams geben. Okay, ja, wie du magst. Bevor wir einmal rübergehen, Jungs, nochmal den obligatorischen Scheinewink, dass ihr wisst, wir machen hier keinen... Gut, ich vertraue ihn. Ja? Ja. Hast du mich gerade gesitzt? Ja. Nein, du hast mich nicht sitzen. So? Ich bin jetzt 28. Mach mal Xing Shang Shong einmal, wer mir zuerst was zeigt. Wir spielen das kurz aus. Xing Shang Shong. Du zeigst erst, alles klar. Aber keine Süßigkeiten, ne? Süßes nicht? Nein, nicht Süßes, nur herzhaft. Ja, ich hatte Pfannkuchen, weil mit Apfelmus und Zimtzucker. Nein, nichts Süßes, es muss herzhaft. Ich muss auch noch dazu sagen, Leute, ich gebe keine Hilfen. Die können mir jetzt irgendwas holen. Es könnte irgendwas sein, was ich auch nicht feiere. Es ist einfach der Fun-Moment. Ne? Ja. Ihr holt mir irgendwas. Wenn das komplett Grütze ist, dann ist es halt so. Aber ich gebe keine Tipps mehr, weil dann hängen wir hier auch 100 Jahre. Ich sag, was ich selber am besten mag, das bockt auch nicht. Also ihr guckt, was ihr für am besten haltet. Und ich mag eigentlich alles. Ihr werdet hier nichts finden, was ich nicht mag. Ja, hoffentlich, ne? Ja, ja, mit Sicherheit. Dürfen wir hier ein bisschen mitfilmen bei euch? Geht das klar? Okay. Kartoschka, gut. Sieht das gut aus hier? Sieht schmackhaft aus. Ja. Wo ist denn der Kollege hier überhaupt? Ist der Kollege abgehauen? Ich wollte fragen, was es hier so gibt. Zu essen. Zu essen? Ja, was sie empfehlen würden. Achso, wie auf dem Markt meinst du? Ja. Ah, der ist gerade da, die gucken gerade. Ein Nackensteak. Ja. Wie
gibt es auch vegan Würstchen. Das würde ich gerne. Das würde ich gerne kaufen, ja. Also wir holen jetzt das schöne Nackensteak, ordentlich Ketchup drauf. Also rein jetzt Analyse. Ich sag mal, auch wenn der Kollege im Hintergrund ist, ist das normale Billigbrötchen, ne? Da muss man einfach so sagen, normales Billigbrötchen, wie man kennt, ist jetzt kein handwerklich korrektes Brötchen, sondern wahrscheinlich halt so Massenware. Ne? Ist egal, wir gucken auf den Geschmack, aber ich werde gleich einmal reinstecken. Wir brauchen nur die anderen Jungs jetzt nochmal. Die kommen jetzt. Die sollen noch nichts bestellen, ne? Noch nichts bestellen, noch nichts bestellen. Nichts bestellen, Jungs, was macht ihr? Nein, nein, egal. Bezahle ich gleich, aber alles da lassen, das filmen wir gleich extra. Ach so. Die machen einfach eigene Initiative. So, wir snacken jetzt erstmal einmal rein. Also, was ich eben gesagt habe, es ist natürlich nicht das qualitativ hochwertigste Brötchen. Ihr könnt vorher scouten. Ich wäre so angegangen, ich hätte erstmal geguckt, hätte geschaut, wo ist das meiste rauszuholen. Heißt ja jetzt nicht, dass es nicht schmeckt. Vielleicht schmeckt es geil, aber es ist halt so ein Billigbrötchen, sag ich mal. Was hast du gekauft? Ja, ein Nackensteak. Ich hau einfach raus, was ich denke. Ja? Ordentlich trocken. Echt? Ordentlich trocken, ja. Eigentlich geht's durch. Ist halt Ketchup, Brötchen und ein Schweinenacken. Ja, genau wie man es kennt. Brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken. Mhm. Kurzdiagnose. Wenn ich Schweineprodukte esse, spreche ich immer davon, manche haben so diesen typischen Schweinecharakter. Ja? Aber dieser Schweinecharakter driftet manchmal so ein bisschen ab. Ja. Das ist sehr schweinig, nicht besonders zart, relativ sehnig. Das ist nicht gut. Nee, also du musst richtig gucken so. Nimm mal das geilste Stück da und hier und da. Ne? Also ist so lala. Bewertung gibt es gleich. Jetzt kommt erstmal der Kollege. Ich habe jetzt auf mein Bauchgefühl ein bisschen geachtet. Ne? Aber ist ein bisschen gescheitert jetzt. Ne? Mal gucken. Der hätte Krakauer nehmen sollen. Ich schwör's euch, die haben Krakauer und so. Schweinenacken ist immer schwierig. Jetzt gar keine Kritik an euch auch. Aber manchmal, dann hast du da, das ist auch sehr sehnig. Ein Schweinenacken kann sehr sehnig sein. Dann hast du ein Stück, da sind viele Sehnen wie hier. Dann wird das etwas dicker. Und auch sobald das dicker wird, finde ich, ist Nackensteak schwer. Das muss schön dünn sein normalerweise. Jetzt nehmen wir erstmal hier dich. Was hast du dir ausgesucht? Also ich hatte mir vegetarisches Würstchen ausgesucht. Vegetarisches Würstchen? Yeah. Ja, komm, nehmen wir den. Das wird mal spannend. Geil. Ich predikte, Holle steht nicht so auf vegetarisch, er steht auf Fleisch. Das dachte ich mir auch, aber ich dachte mir, Schwein. Also vegetarisch ist echt eine gewagte Wahl, die. Also aber es könnte besser sein, wenn das gutes Vegetarisches ist und du es nicht unterscheiden kannst. Kannst du haben. Wir machen auch noch eine zweite Runde, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Was sagt ihr selber zu vegetarische Wurst? Ist euer Favorite oder eher nicht? Nee, ne? Nee, meins auch nicht. Oh, ja, aber ist ein bisschen doller. Ja. Jetzt wird hier so richtig schön gemolken. Warte mal, noch ein bisschen Senf drauf, oder was? Also wir haben hier, deswegen, komm, wir gehen ein Stück weiter einmal noch mal zur Seite. Wenn das nicht schmeckt, dann ist es nicht so unangenehm vor den Leuten. Mal gucken, Rudi. Schmeckt echt nicht gut. Ja. Guck mal, ey. Das schmeckt echt nicht gut. Jungs, ihr macht mich kaputt. Das bleibt spannend. Boah, nee, das kann ich echt. Nee, das gehen wir erstmal an die Crew weiter. Also, ich würde gleich zur Bewertung übergehen. Ich mache da keinen riesen Tamtam drum. Hier würde ich 5 von 10 Punkten geben. So viel? Ja, 5 von 10 gebe ich drum. Es war halt immer noch Schweinenacken, ist halt auch nicht mein Favorite. Ne? Hätte ich mir jetzt so nicht bestellt, muss man auch ehrlich und fair sagen. Hier kann ich nicht mehr als 3 Punkte geben, ehrlich nicht. Nein, hier kann ich nicht mehr. Positiv denken, besser als 2 und besser als 1. Aber wir haben noch eine zweite Runde. Wir haben noch eine zweite Runde, ja. Diesmal startest du die. Diesmal startest du direkt mit einer zweiten Runde, ja. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sichere dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Da gibt's ja fast so Süßes. Also ich habe schon deutlich andere Sachen auch gesehen. Ihr könnt ja auch Gebäck und so, könnt ihr auch alles nehmen. Nur es soll jetzt nicht irgendwie klassisch süß sein. Da gibt's Champignons-Baguette, Käse-Baguette. Ach so. Also hier gibt's schon Hotdogs gibt es da. Die Hot Dogs habe ich gar nicht gesehen. Alles mögliche, ja. Die sind auch geil. Er geht zum 500 Euro. Die haben Tunnelblick. Boah, ich glaube, du bist schon Champignon, Mann.
Champignons. Champignons sind schon eine gute Wahl, ja? Dann nehmen wir. Hasan im Knoblauch. Der wird heute aber nicht mehr geküsst. Nee, das wird sowieso nicht mehr. Erste Runde habt ihr echt abgekackt, Jungs. Schöne Knoblauchsoße. Ja, danke schön. Ja? Ja? Also Champignons, kann ich den Damen ja auch direkt mal Feedback geben. Champignons habt ihr absolut nichts falsch gemacht. Das ist gut. Aber ihr müsst mal in Buxtehude Champignonpfanne essen. Glaubt mir, die haben eine Champignonpfanne, die ist einfach viel stärker gewürzt. Die sind recht basic. Also ich sag mal so, die Champignons für sich schmecken einfach so in die Pfanne gehauen. Bisschen, so wie sie da sind, ein bisschen Zwiebeln zu. Aber da fehlt mir so ein bisschen Power. Okay. Die hat die Power. Ja. Aber ich muss sagen, die riechen auch gut. Die sind nicht schlecht, aber da habe ich schon bessere gegessen, mein Lieber. Ja? Ja. Aber sind lecker. Wenn ich hier vorbeigehen, würde ich sie wahrscheinlich vielleicht auch wieder bestellen. Gehen wir weiter. Sucht ihr was auch schon mal? Ich habe schon was im Kopf. Ich habe schon was im Kopf. Dann euch, ne? Schönen Tag noch, ciao. Ciao. Ich habe mir hier so ein bisschen was ausgeguckt. Hier kann man nicht viel falsch machen. Ich habe überlegt, so ein Tomate-Zwiebel eigentlich, weil sein Döner belegt auch immer nur Tomate-Zwiebel. Ich würde das hier nehmen, in der Mitte hier einmal. Ja, habt ihr auch eine schöne Knoblauchsoße dazu? Ja. Ja. Ist es möglich, dass man das noch mal ein bisschen mit Käse überbacken? Was hast du gesagt gerade zu ihr? Noch ein bisschen Käse überbacken. Ah, ein bisschen Käse willst du noch rüber. Ein bisschen Käse noch rüber. Gehst du auch nochmal sicher, ja? So, klasse. Vielen, vielen Dank. Das ist lieb von dir. Also hier haben wir das gute Stück. Ich finde, du hast eine sichere Wahl genommen. Mit einem Baguette, mit Käse drauf, Tomate, Mozzarella, Knoblauchsoße. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und schön krosch. Ja. Machen wir schön überbacken. Mhm. Boah, hört sich auch saftig an. Besser als vorne der Schweinenacken. Der ist nicht verkehrt. Wie ist die Knoblauchsoße? Hey, geht eigentlich sogar fast unter, würde ich sagen. Baguette ist so ein bisschen undurchgebacken. Belag geht aber durch, gut vom Geschmack, aber da hätte man sich die Hälfte von dem Teig auch klemmen können, sag ich mal so. Jetzt sage ich wirklich, ich bin nicht sonderlich groß begeistert von dem Weihnachtsmarkt hier bisher, also das hätte ich besser erwartet. Also gut ist auch was anderes, sag ich dir, ehrlich. Aber war auch nicht so eine riesen Aussage. Mhm. Es sah alles nicht so spektakulär hier aus. Ich glaube, das schmeckt ihm. Er hat schon eine Menge gegessen. Ich weiß nicht, er ist sich unsicher. Ja. Das ist das letzte Essen, deshalb esse ich ein bisschen mehr. Jetzt sag nicht so. Ich snack kurz auf und dann geht's zur finalen Bewertung. Habt ihr gutes Gefühl? Ich eher weniger, um ehrlich zu sein. Du eher weniger? Ich auch, echt, eben nicht. Also, mein Lieber, deine Champignons haben besser performt als dein Baguette, muss ich sagen. Also, das Baguette, das war wirklich einfach nicht ganz durchgebacken. Belag hat nicht geknallt. War einfach irgendwo auch ein liebloses Baguette. Ja, nochmal. Deine Champignons waren auch nicht die besten, aber ich gebe dir 7 von 10 Punkten. 7 von 10 Punkten, das heißt, du bist jetzt bei 10 Gesamtpunkten. Du bist noch bei 5, das heißt, alles über 5 bringt dich zum Sieg. Und du kriegst von mir 6,2 Punkte. So, die. Oder? Nein, diesmal machen wir den. Nein, lass teilen. Ja, alles gut, du hast gewonnen. Lass teilen. Du willst teilen, ehrlich? Ja, Bro. Ehrlich, ich habe aber auch einen Gewinn für ihn. Warte mal kurz ab. Ich? Ja. Ich habe für dich einen Briefumschlag in der Tasche. Sagt der Riester-Rente was? 5 Euro Anlage, 10 Jahre Anlagehorizont, da kommen 800 knackige Euro für dich zusammen. Ja? Nein, ich hab dich verarscht. Du willst echt teilen? Ich will teilen, ja. Bist du enttäuscht jetzt, sei da ehrlich? Ja, ein bisschen, weil, obwohl die erste Wahl war einfach schlecht. Die war einfach schwach, ja. Ne? Nein, also Spaß beiseite, wir haben heute... Haben wir ja unter dem Aspekt, die Jungs haben gerade nicht so viel Cash, es ist Weihnachten. Ich will irgendwo auch eine kleine gute Tat zumindest zu Weihnachten tun. Deshalb werden heute ausnahmsweise beide Kandidaten gewinnen. Aber Ehrenaktion von dir, dass du teilen wolltest, sie. Ehrenaktion. Ja. Also Baguette hätte man sich nicht so sehr freuen. Güster Rente wäre besser gewesen, ne? Ja.
So, die. Ihr müsst mir gleich noch ein bisschen... Wie krank, ne? Ja. So spontan alles gewesen, krank. Boah, echt ehrlich. Gut gewesen, ja. An euch, lasst gerne den Daumen oben knallen. Ich muss immer noch dazu sagen, wenn man so ein Format hat, es ist eine gute Sache, die ich hier mache, aber ich bin immer ehrlich, ich kann mich für so eine Aktion nicht Ehrenmann nennen, weil ich mache es trotzdem immer noch auch vor der Kamera. Ein richtiger Ehrenmann wäre, wenn ich jemandem 500 Euro gebe ohne Kamera. Das muss ich immer dazu sagen, also wenn ihr den Daumen oben knallen lasst, denn weil ich ehrlich bin, aber nicht, weil ich mich hier als Wohltäter darstelle, denn das bin ich in der Hinsicht jetzt nicht. Ja, das würde ich immer dazu sagen. Ne? Aber es ist eine gute Tat und das darf man nicht verleugnen. Also lasst den Daumen oben, wenn er für die Ehrlichkeit von mir knallen. Lasst einen Kommentar da, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke euch auch nochmal. Ne? Ich hab's gedacht.